Ja, herzlich willkommen. Heute blicken wir hinter die Kulissen des Burger Narrators und Vera Tänzler, die Kollegin aus der Campus Gastronomie, bereitet ihren Vera Vegan Spezial vor mit exotischen Gewürzen wie Kurkuma, Koriander, Curry, Pfeffer und dazu frisches Gemüse und ein spezieller Bratling, der dann hier im Burger Narrator weiterverarbeitet wird. Wie geht's weiter? Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet, das muss immer erst ein bisschen weichen. So, und dann kommen die ganzen Braten hier natürlich mit rein. Erst die Erbsen und die Karotten. Die verschiedenen Gewürze. So, und dann wird es gut vermengt. Das habe ich selbst gemacht. Ich habe da schon Erfahrungen gesammelt an einer anderen Universität im Studierendenwerk in der Vorderpfalz. Und habe dann gesagt, ich werde mich darum kümmern, dass wir schöne vegane Patties bekommen. Also die Grundmasse, die besteht aus getrockneten Kartoffeln, Haferflocken und Weizenschrot und verschiedenen Gewürzen. Und das muss halt dann ein bisschen weichen, damit es geschmeidig wird. So, jetzt werden die Patties geformt. Eine Portion sind ca. 150 Gramm. So sieht es dann am Ende aus. Die werden dann schockgefrostet nachher und eingefroren. Jetzt ist es soweit. Unser Vera Vegan Patty ist fertig, kommt direkt aus der Kühlung in die Fritteuse rein und wird jetzt im Grunde genommen goldgelb gebrutzelt und dann mit den weiteren Zutaten versehen, die man ja individuell am Toucan oder online vorher konfiguriert hat. So, ja, während er in der Fritteuse wunderbar goldbraun zubereitet wird, geht es jetzt an die Belege und Soßen. Hier ein leckeres Mango-Chutney dazu, Eisbergsalat und jetzt kommt er dazu, mit Käse belegt. Vera Vegan Spezial, goldbraun, verpackt und frisch zubereitet von Vera Tänzler. Guten Appetit mit dem Vera Vegan Indisch Burger.